Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder aus dem Heavy Cargo The Truck Simulator, ein Schwerlasttransporter. Und ja, wir machen heute mal wieder eine weitere Mission. Wir werden gleich erfahren, welche Mission. Ich bin auch schon hier hingefahren zu dieser Mission. Und ich würde sagen, wir steigen aus und gehen da jetzt mal hin. Das Kraftwerk westlich von Welslow soll modernisiert und erweitert werden. Dazu sind auch umfangreiche Kabelsanierungen vorgesehen. Da die Kabeltrommeln deutlich größer sind als die üblichen aus dem häuslichen Umfeld, kommst du ins Spiel. Sei vorsichtig in der Nähe von Ampelanlagen. Eigentlich solltest du problemlos durchpassen, aber sei trotzdem vorsichtig. Okay, also wir sollen jetzt Kabel trommeln zu einem Kraftwerk westlich von Welslow bringen. Okay. Leider haben wir jetzt auch nicht so das beste Wetter, aber sollten wir alles hinbekommen. Wir haben auch ein Begleitfahrzeug, was uns nach hinten absichert, aber nicht nach vorne. Okay. Also nur ein Fahrzeug, was uns von hinten absichert. Dann würde ich sagen, steigen wir ein. So, einmal die Lichtorgel anmachen und dann würde ich sagen, fahren wir los. Wir haben auch eine kleine Strecke, nur 5,5 Kilometer, also es ist jetzt wirklich nicht weit. Und dann würde ich sagen, fahren wir los, ne? Ja, ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie ihr dieses Spiel findet. Auch allgemein, wie ihr die Art und Weise des Spiels findet. Ob ihr es gut findet, dass es jetzt ein Missionsspiel ist und nicht so wie bei dem Vorgänger On The Road, dass man da einfach nur strikt Ware von A nach B fährt. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden oder auch stark überrascht tatsächlich nach dem letzten Teil. Aber muss zwar auch sagen, klar, es gibt natürlich auch ein paar Punkte, die einem so nicht so ganz gefallen, so wie zum Beispiel den Lenkrad-Support hier. Der ist relativ steif und wenn ich jetzt zum Beispiel auch das Spiel wechsle, sage ich mal, ich spiele jetzt den Landwirtschaftssimulator und gehe danach in Heavy Cargo, habe ich eine relativ leichte Lenkung, aber dann auf wiederum eine zu schnelle Lenkung. So, also da muss man auf jeden Fall was machen. So, klar, dass das Force Feedback irgendwie auch reagiert, ja, das verstehe ich. Aber das ist halt relativ steif alles, ne? So, und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal los und dann würde ich sagen, gucken wir uns an, ob wir irgendwelche Schwierigkeiten kriegen, aber sollten wir glaube ich nicht. Ich glaube, es wird eine ganz gute, entspannte Tour.
Aber trotzdem finde ich es ganz gut, dass die Hersteller oder die Spieleproduzenten auch mal diesen Bereich der Truck-Simulation wählen. Weil man muss dazu sagen, wir haben auf der Konsole sehr, sehr wenige Truck-Simulationen, die gut sind. Also wir haben da wirklich eine sehr, sehr geringe Konkurrenz, sage ich mal. So zum Beispiel auf dem PC gibt es ja viel, viel mehr Konkurrenz, sage ich mal, wie auf der Konsole. Die Konsole hat jetzt eigentlich gar keine Konkurrenz, weil On the Road gibt es da jetzt Heavy Cargo und dann halt noch Truck und Logistik. Ja, aber es ist jetzt nicht großartig die Konkurrenz. So, klar, es wurde auch mal geredet von SCS, dass das vielleicht auf die Konsolen kommt. Ob es jetzt wirklich kommt, weiß man nicht. Muss man halt abwarten, ne? Aber ich finde es halt trotzdem gut, dass man halt auch sagt, so, jo, wir nehmen uns jetzt einen Bereich zum Beispiel raus, Schwerlasttransport ist schon nicht verkehrt. Ja, wie gesagt, wer die anderen Videos verfolgt hat, weiß ja, dass wir demnächst ja auch bald den LS 25 spielen werden. Und ja, wir werden jetzt noch Missionen bis dorthin machen. Auch danach wird es trotzdem weiterhin Content geben, aber dann wahrscheinlich nicht mehr in diesem Ausmaß, so wie wir ihn jetzt aktuell haben. Vielleicht werde ich dann ein Video pro Woche mal hochladen und dann auch noch andere Content-Sachen. Mal gucken. Weiß ich nicht, das muss ich noch mal überlegen. Aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir dann wirklich nur noch einmal die Woche Heavy Cargo haben und uns dann tatsächlich wieder den Fokus widmen mit dem Landwirtschaftssimulator. Weil ich habe da so einen Plan, so dass wir die Übergangszeit bis LS wirklich vollständig anläuft, dass wir zwischen beiden Spielen switchen, weil wir werden ja für den LS25 nicht sofort neue Mods haben, sag ich mal. Das wird ja noch ein bisschen dauern, tatsächlich. Und dass wir dann erstmal zwischen beiden Spielen switchen. Und dann mal gucken, ne? Es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant. Eines kann ich vorweg sagen, das neue Spiel wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also das, was ich bisher gesehen habe, das stimmt mich echt positiv. Also da wurde ein bisschen was gemacht. Klar, wir wollen jetzt noch nicht darüber sprechen, dass es vielleicht eine Weltneuheit ist, aber da wurde einiges getan. Natürlich muss man natürlich auch dazu sagen, die älteren Konsolen leider werden das Vergnügen leider nicht haben, den LS25 zu spielen. Weil es einfach von der Engine her nicht mehr so passend ist. Aber ich glaube, man hat da jetzt auch, glaube ich, genug Zeit, um auf eine bessere Konsole umzusteigen, sag ich mal. Jetzt gibt es die ja auch wie, also jetzt gibt es die ja auch, sag ich mal, im größeren Stil zu kaufen, sag ich mal. Und ja, also man hatte, glaube ich, genug Zeit, um auf eine bessere Konsole, sag ich mal, umzusteigen. Also das sollte jetzt, glaube ich, keine Ausrede sein, dass man das nicht geschafft hat. Klar, die 5er kostet Geld, wissen wir alle, ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel seine alte noch verkauft oder sie in Zahlung gibt,
dann sollte es eigentlich funktionieren. So, wir haben jetzt noch gute 2,5 Kilometer und dann sind wir am Ziel. Also es war jetzt wirklich kein so großes, ja, Spektakel. Ist eine kleine Tour. Klar, wir haben natürlich mit schlechten Witterungsbedingungen zu kämpfen, muss man sagen. Das ist einfach nicht so geil. Aber es wird ja auch bei schlechtem Wetter in der Realität gefahren, ne? Also die Produktion, die schläft nie, sagt man. Wenn was produziert wird, möchte es ja auch weggefahren werden. Und ich sag mal so, Stillstand kostet natürlich auch Geld. Und wenn man natürlich nicht weiter an Baustellen arbeiten kann, weil man zum Beispiel sowas wie jetzt Kabel braucht, dann kostet das natürlich auch eine Menge. Weil es wird ja geplant, wie lange da braucht der Bau, wann können wir damit fertig sein. Und umso länger sich das zieht, umso teurer wird's. Klar, es kann immer mal passieren, dass sich irgendwas, sag ich mal, verschiebt. So, das ist, glaube ich, ganz normal. Und dass man auch mal Lieferengpässe hat, ist, glaube ich, auch jedem klar, dass es sowas geben kann und auch sowas gibt. Gucken wir uns einfach nur mal die Corona-Pandemie an, wo kaum Ware nach Deutschland gekommen ist, aber auch kaum Ware aus Deutschland raus. So. Das ist zum Beispiel ein bestes Beispiel. Und klar, manche Bereiche spüren es jetzt immer noch so ein bisschen so, dass es nicht ganz so funktioniert. Weil manchmal ist es einfach so, da ist die Rohstofflieferkette einfach zu knapp. Oder allgemein, der Rohstoff ist zu knapp. Ja. Und dann passiert es natürlich, dass Ware nicht geliefert werden kann. Dann kann nicht weiter produziert werden. Ich glaube, wir fahren jetzt auch gleich aus der Stadt heraus. Also was wetterungsbedingt hier los ist, ist echt. Aber das funktioniert schon. Könnten ja natürlich auch. So. Jetzt fahren wir, also jetzt sind wir aus der Stadt raus und haben jetzt wirklich nur noch so, ja, gute 1,5 Kilometer vor uns. Ich habe jetzt extra das Fernlicht ab, also weggemacht, einfach auch, weil wir Gegenverkehr ja auch kriegen können, sag ich mal. Und das ist halt nicht so sinnvoll, wenn wir dann den Gegenverkehr blenden.
Und noch kann man was sehen, klar, es ist nachts, würde ich behaupten jetzt, aber noch kann man ja alles sehen. Also ich kann den Streifen hier sehen. Ich sehe hier, dass man... So. Ja, okay, eine Behinderung ist es tatsächlich nur deswegen, weil mein Begleitfahrzeug so scheiße steht. Würde mein Begleitfahrzeug da hinten nicht so kacke stehen, dann wäre es auch nicht so eine starke Behinderung. Aber dadurch, dass das Begleitfahrzeug, was mich nach hinten absichert, so scheiße stand, konnte der Verkehr rechtzeitig an mir nicht vorbeifahren. So. Sind wir auch gleich da. Müssen wir runterbremsen wieder. Und hier vorne soll es eigentlich schon sein. Ja, hier vorne ist das. Dann fahren wir hier rein. Und dann würde ich sagen, steigen wir aus. Und dann müssen wir da vorne hin. Und dann müssen wir die Mission abschließen. Okay, zeittechnisch waren wir jetzt nicht so gut unterwegs. Okay, wir haben 2 Sachschäden tatsächlich gemacht. Okay. Alles klar. War jetzt nicht die allerbeste Mission, aber... Gut, wir haben die Ladung nicht beschädigt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste von allen. Ja, ich würde sagen, das war's dann von dieser Folge hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge. Bis dahin, macht's gut.